Ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Nein, hast du nicht. Ey, du, jedes Mal macht er den Scherz. Echt? Jedes Mal. Das Schilde. Wahnsinn. Die ist riesig, ey. Die ist wirklich riesig. Ufer, Seemitte, Forelle. Moin Leute und herzlich willkommen im neuen Video. Heute machen wir etwas, was wir auf dem Kanal noch gar nicht gemacht haben. Wir sind nämlich heute an einem Forellensee und wollen Forellen angeln. Aber nicht alleine, wir haben noch jemanden dabei. Wunderschönen guten Tag, liebe Angelfreunde. Hallo und herzlich willkommen. Etwas ganz Besonderes ist nämlich passiert. Ich war vor kurzem in Hannover, um ein Video zu drehen mit Maria am Forellensee. Maria hat noch keinen Angelschein, also sind wir hierher gefahren, Angelpark Tönse. Und daraufhin haben wir miteinander telefoniert. Ich habe gesagt, Mensch, ihr habt so einen tollen Forellenteich vor eurer Haustür. Und da habt ihr gesagt, wir haben das noch nie gemacht. Und das ist so eine geile Anlage. Leute, das wird heute richtig Action, richtig spannend. Also für alle, die Lust haben auf Forellenangeln, hier seid ihr genau richtig. Warum bin ich heute hier, Leute? Ich komme nämlich gerade aus Rodenberg. Leute, muss ich euch zeigen, es gibt was zu feiern. Es gibt richtig was zu feiern. Stimmt, wir haben es noch gar nicht gesehen. Ja? Ja, hol mal her. Ja, ich hol mal. Jetzt bin ich auch mal gespannt, wie das aussieht. Leute. Champion. Beliebtester Lieferant. Leute, wir haben den Angelspezi-Lieferantenpokal gewonnen. Bin ich mega stolz drauf. Ich grüße an dieser Stelle Dennis, Max, Georg, Maria, Markus, Uli, Felix, Johannes, Chris natürlich und alle, die ich vergessen habe, mein gesamtes Team. Leute, wir haben es geschafft. Beliebtester Lieferant der Angelspezi-Gruppe. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Den habe ich gerade abgeholt. Deswegen war ich in Rodenberg. Jetzt fahre ich weiter nach Berlin und habe mir gedacht, okay, dann treffen wir uns nochmal in der Mitte in Hannover am Angelpark Tönse. Muss ich nämlich unbedingt Ali vorstellen. Richtig cooler Typ und der hat ein richtig geiles Konzept für seinen Forellenteich hier. Gucken wir uns gleich an. Wird super spannend. Wird super spannend. Wie geht's weiter, Jens? Wie geht's weiter, liebe Angelfreunde? Wir treffen jetzt als allererstes mal Ali, damit der uns ein bisschen was erzählt hier über diese Forellenanlage. Übrigens, falls wir es noch nicht erwähnt haben, wir befinden uns in Hannover. Also ihr könnt schon mal auf der Karte gucken, wie weit Hannover weg ist. Jetzt sind wir auf dem Gelände, Ali ist noch nicht da. Da steht aber eine Telefonnummer am Bauwagen. Wir gucken einfach mal. Wir rufen einfach mal die Nummer. Ali, bist du's? Ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist Jens von Lieblingsköder. Hallo. Wir sind... Ja, ja, wir sind da, wir stehen auf der Anlage. Wann bist du ungefähr hier? Ich denke mal in 15 Minuten. Klasse. Bis gleich. Ciao. Dort hinten, am Ende vom See. Also wir fahren jetzt einmal hier außen um den See drumherum und gehen dort hinten hin. Das ist heute unser Angelplatz. Also ich gehe da jetzt zu Fuß hin. Hier, die Männer sind faul, die fahren im Auto. Ich gehe zu Fuß. Ja, wir sind nicht faul. Komm, ich weiß, die ganze Ausrüstung ich dahin. Weiß. Puh, also Sport für heute erledigt. Jana hat die Abkürzung genommen. Ist darum gelaufen, wir sind mit den Autos gefahren, einmal da um den Teich rum. Da kriegt man schon mal so ein Gefühl, wie groß der Teich ist. Ja, ne? Mega, auf jeden Fall richtig gut. Allerdings sollten wir nach zwei weißen Klappstühlen Ausschau halten. Ich sehe jetzt hier einen weißen und einen grünen. Jetzt bin ich verwirrt. Ja. Ich würde sagen, das ist unser Platz für heute. Hm. Ja? Aber beim um den See drumherum laufen bzw. drumherum fahren, kriegt man schon mal so einen Eindruck davon, wie groß der Teich ist. Ne? Riesig, das ist eine richtige Kiesgrube. Ja. An der tiefsten Stelle in der Mitte, schätz mal. Keine Ahnung, so normale Forellenteiche, die sind ja... Keine Ahnung, 3-4 Meter oder so? Schätz mehr, mal. Ja? Mehr? 10? Kleines bisschen mehr. 15. 12 Meter. Oh, okay. 12 Meter Wassertiefe an der tiefsten Stelle. Flore, Kiesgrube. Krass, krass, ey. Ja, kribbelst an den Fingern. Ja. Übrigens, Leute, ich bin auch dabei. Mich hat man noch gar nicht Flore gesehen. Flore ist auch dabei. Ja, ich bin auch dabei, genau. Ich bin wirklich beeindruckt. Also Forellensee kennt man ja, diese eckigen Seen, Kiloteiche, zack, 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 Forellen rauspeitschen. Ich glaube, das wird hier heute nicht so sein. Das erinnert mich eher so an so ein Vereinsgewässer, ein klassischer Baggersee einfach. Ein Baggersee, ne? Es ist ja ein Baggersee. Genau. Da drüben wird noch ausgebaggert, also der See wird auch noch vergrößert, da kommt noch ein zweiter Teil dazu. Kann Ali nachher noch was dazu erzählen? Mhm. Also es gibt, du hast es ja wunderbar anmoderiert, ne? Es gibt die klassischen Kiloteiche, da geht man hin und dann bezahlt man seinen Fang. Das ist immer ideal für alle Angeleinsteiger, weil man kommt halt sehr schnell zum Fangerfolg. Dann gibt es so normale Tageskartenteiche, wo dann so ein bisschen was Gemischtes drin ist. Und dann gibt es besondere Forellengewässer. Und das heute hier ist eins von diesen richtig besonderen Gewässern. Wir räumen schon mal unsere Routen, unsere Ausrüstung raus und dann warten wir auf Ali und dann geht es hoffentlich gleich los mit Angeln. Genau. Ja. Jana, wie ist heute das Wetter? Durchwachsen. Geht so, ne? Oder? Der Wetterbericht hat angesagt, Böen in der Spitze mit 50 Kilometern pro Stunde. Das kannst du dir einfach wieder nicht ausdenken. Wir wollen angeln gehen mit leichten Ködern und dann Sturm, ne? Aber ich muss sagen, das hält sich hier tatsächlich in Grenzen. Ja. Der See ist hier in so einer Kuhle drin, drumherum ist Wald. Also es ist relativ windgeschützt. Ja, es ist tatsächlich, ne? Ganz also gut. Ich finde es eigentlich ganz gut. Es ist ein bisschen Welle auf dem Wasser, ist gar nicht mal so schlecht. Ist zum Angeln eigentlich immer besser, wenn ein bisschen Welle da ist. Ja.
Und es soll trocken bleiben, das ist auch schon mal die Hauptsache jetzt. Es soll trocken bleiben, genau. Und ja, wir gucken uns, glaube ich, gleich mal die Wassertrübung an. Wollen wir einmal kurz runtergehen zum Wasser? Genau. Guck dir das an, Flora, was sagst du? Ist klar. Das geil? Es ist klar, das Wasser, oder? Leicht, Jana. Ganz leicht angetrübt. Oh, mega, mega. Wie geil sieht das aus, Jens? Das ist der Hammer, oder? Ja. Guckt euch das an, Leute. Richtig klares Wasser. Hast du Hechtköder dabei? Hier sind bestimmt noch Hechte drin, oder? Hier, ich will nicht zu viel verraten, aber... Hier ist alles drin. Könnte sein, alles, ne? Alles drin. Aber das ist so krass, weil wirklich Baggersee-Feeling. Überhaupt gar nicht Angelteich-Feeling hier, sondern Baggersee-Feeling. Ja. Außer, dass hier super viele Menschen sind irgendwie, ne? Aber... Das ist erstaunlich. So ging es mir auch letztes Mal, als ich hierher gekommen bin. Da haben wir am Montag gedreht, Montag früh. Und da war hier alles voll mit Anglern. Ja, also hier kommen sie wirklich von überall her. Aber man hat echt super viel Platz, ne? Also es sind wirklich sehr viele Angelstellen hier. Ausreichend Platz. Weil der See auch einfach riesig ist. Ist eine echte Herausforderung, hier einen Fisch zu fangen. Flore, wir sind hierher gefahren, nicht um Geschenke einzusammeln, sondern um eine Herausforderung zu bekommen. Ja? Und die werden wir kriegen. Die werden wir kriegen. Und die Challenge ist heute, hier eine Forelle zu fangen. Das erste Mal. Seid ihr überhaupt das erste Mal am Forellensee? Am Forellensee das allererste Mal. Ach, ihr habt noch nie am Forellensee geangelt? Nein. Noch gar nie? First try. Ja, das ist doch geil. Finde ich toll, dass wir das mal machen. Vielleicht auch so für die Zuschauer. Ich war wirklich erstaunt, dass ihr noch nie hier wart, weil dieses Gewässer befindet sich in Hannover, direkt vor eurer eigenen Haustür. Ja. Ist einfach cool, in der Schonzeit zum Forellensee zu gehen. Das Erlebnis ist einfach cool. Genau. Wir sind das erste Mal hier, wir wollen das erleben und mal gucken, wie es wird. Ne? Ja. Ob wir als Schneider nach Hause gehen oder ob wir heute richtig abholen. Ne? So, dann würde ich sagen, holen wir jetzt erstmal die Angelsachen aus dem Auto. Ich habe so viele Köder für euch dabei. Also ich habe das ganze Auto voll mit Ködern. Mann. Okay. Erzähle ich auch nochmal was drüber, wenn ihr möchtet. Okay, mal schauen. Ja. Jetzt kommen uns schon die Köder entgegengeflogen. Es ist der Wahnsinn, Leute. Ich bin ein fahrendes Angelgeschäft. Guckt euch das an. Naja, zeig lieber nicht zu... Und vorne ist auch alles voll. Ich habe gestern sogar noch Köder extra abgeholt für heute. Wir bauen ja Forellengummis. Ich habe schon eine Forelle gefangen damit. Geiler Köder. Das war ein geiler Tag. Ja, das ist mein Köder. Ich weiß, den habe ich dir mitgebracht. Und wisst ihr was? Wisst ihr noch in Bayern, als wir zusammen in Bayern waren? Ja. Ich hatte haufenweise Spinmets hier drin. Und dann sind die Fans gekommen, im Nichts, auf der Wiese. Und dann habe ich die Hälfte eurer Spinmets verschenkt. Aber ein bisschen was habe ich noch dabei. Ja. Möhrchen habe ich behalten, weil ich wusste, den brauchst du. Sunny, Whisky. Alles, volle Programm, ne? Das volle Programm. Ich glaube, Flore, ich habe so ein bisschen das Gefühl, du bist heiß, oder? Ich will heiß. Ich will langsam meinen ersten Wurf jetzt machen. Ja, genau. Also. Welcher Angler ist nicht heiß, wenn er am Wasser steht, ne? Also da muss, der Köder muss nass sein, sonst fängt er nicht. So, wir gehen jetzt runter ans Wasser und fangen gleich an zu angeln. Flore holt sich noch die Jacke aus dem Auto. Jana, jetzt kriegen wir den Wind, der angekündigt war. Ja, Wahnsinn. Aber ja. Wie heißt das nochmal irgendwie? Welle bringt Forelle? Wind ob de Kant? Fisch in der Hand. Oh, das ist doch ein gutes Zeichen. Flore, jetzt kommt der Wind, den sie uns versprochen haben. Ja, genau. Jana hat es ja schon gesagt, Welle bringt Forelle. Ich habe meine Route schon aufgebaut. Ich fische heute die Allround und Jana hat die Barschroute dabei. Kann losgehen. Luxus. Was mir gefällt ist, die anderen Angler, mit denen wir gesprochen haben, die sagen alle, ja, ach naja. Du bist euphorisch, Flora. Ich bin euphorisch, ja. So muss es sein. Ich bin auch immer optimistisch. Also es gibt kein Schwer, es gibt nur Schwach. Ja. Also die Farbe Möhrchen ist einfach brutal auch fürs Meeresangeln. Ne? Also ich war ja auch schon in Norwegen und da haben wir mit dem Möhrchen 10 cm haben wir so rasiert. Dorsch, Pollack, Seelachs. Also sobald wir eine andere Farbe drauf gemacht haben oder einen anderen Köder, wurde es schwierig. Sobald das Möhrchen drauf war, bam, 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 Pollack ohne Ende. Richtig geil. Und da habe ich sogar mal mit dem Redhead Spinmet gefischt auf Pollack. Ging auch richtig gut. Also richtig geil. Da hatte ich leider kein Möhrchen dabei. Den hätte ich gerne dabei gehabt, den Spinmet Möhrchen. Ich glaube, das wäre noch besser gewesen. Gut. Köder montiert. Let's go. Let's go. Muss ich irgendwas beachten hier, Jens? Oder kann ich hier einfach wild drauf loswerden? Nö. Wirf einfach mal drauf los. Ufer, Seemitte, Forelle. Jana, ich gebe dir auf jeden Fall, ich drücke dir sofort die Kamera in die Hand, wenn Flori hier einen Biss hat und renn los und hol den Kescher. Okay. Flori, du weißt noch, letztes Mal was passiert ist. Weißt du noch, als Jakob losgelaufen ist zum Telefonieren und den Kescher mitgenommen hat? Ja, ist es immer so, du kannst den Kescher hier aufbauen, es kommt kein Biss. Sobald der Kescher irgendwo verstaut in der Ecke steht und nicht aufgebaut ist, kommt sofort der Biss. Das ist ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Das ist irgendwie eine Gesetzmäßigkeit. Da. Guck mal. Da, Flori. Oh. Genau da ist gerade eine Geschichte. Ja, Leute. Da ist gerade was aus dem Wasser rausgesprungen. Das war eine Forelle. Also sie sind Oberflächen. Direkt vor mir. Nee. Was? Direkt vor mir ist direkt da. Leute. Los, Flora. Nicht durchsinken lassen.
komm schon. Adrenalin pur. Alter. Geil, oder? Geht sehr gut los. Und Flora, Herzklopfen? Ein bisschen schon, ja. Als hier gerade der Fisch vor meinen Füßen gestiegen ist, hat mein Herz schon einen kleinen Sprung gemacht. Geil. Und ich weiß ja gar nicht, was mich hier so an Fisch erwartet. Wir haben ja noch gar nicht mit Ali gesprochen, ne? Aber man merkt schon, das wird kein Kinderspiel hier. Nee, einfach wird's nicht. Das wird eine Herausforderung. Aber das ist gut, weil. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Flore, jetzt erklär du doch mal unseren Zuschauern, warum es gut ist. Also für euch Zuschauer ist das vielleicht ein bisschen spannender, wenn nicht Fisch auf Fisch kommt. Könnte ich mir vielleicht vorstellen, aber. Gut, aber ja, um unsere Chancen zu erhöhen, müsstest du eigentlich auch mal angeln, ne? Ich weiß. Aber ich wollte eigentlich mit Gummifisch angeln. Ja, machen wir jetzt auch, oder? Soll ich deine Route aufbauen? Ja. Nein, ich habe auch Gummifische für dich dabei. Ja? Ich habe alles für dich dabei. Alles. Da würde ich gerne mit Gummifisch angeln. Starten wir jetzt erstmal Jana mit Köder. Aber du schuldest uns noch die Erklärung, warum das gut ist, wenn es nicht einfach ist. Für die Spannung, Leute. Und Flora, was sagst du? Gibst du auf? Oder willst du noch? Ich helfe jetzt erstmal. Du hast schon 10 Würfe gemacht, Flora. Ich habe 10 Würfe gemacht. Erstmal so ein bisschen die Aufregung und ein bisschen. Den Druck abgelassen. Und jetzt helfe ich jetzt erstmal Jana, die Route aufzubauen. Das ist immer alles ein bisschen schwierig mit Kind. Und dann angeln wir parallel. Und dann wird das gleich klappen. Leute. Da kommt der Chef. Ey, Ali. Hi. Schön, dass du da bist. Wir haben den Platz schon gefunden. Sag mal, sind das die zwei weißen Stühle, die du meinst? Ich war ja neulich bei dir zum Drehen mit Maria. Ja. Die hat hier am See ihre allererste Forelle im Leben gefangen. Ein Saibling war das, genau. Richtig schöner Saibling. Und kurz danach haben wir beide miteinander telefoniert, also Jana und Flore und ich. Ich habe gesagt, ja, ich war bei euch in der Nähe. Hä, wo warst du? Ich habe gesagt, ja, Forellenpark Tönse. Ach, da wollten wir auch immer schon mal hin und so. Wir waren da noch nie. Ich habe gesagt, Leute, müsst ihr unbedingt hin. Ihr müsst auch Ali kennenlernen. Ja. Geiler Teich, geiles Konzept und deshalb sind wir heute hier. Danke, das freut mich zu hören. Ich habe noch nicht verraten, was hier alles so drin ist. Das wollte ich gerne dir überlassen. In den kalten Jahreszeiten, wie man weiß, die Salmoniden, die mögen gern kaltes Wasser. Da gibt es ja wirklich hier Seeforellen, Saiblinge, Bachforellen, Lachsforellen, Regenbogenforellen, Goldforellen. Also man weiß hier nie, was am Haken hängt, nee. Wenn was beißt. Genau. Ich hoffe mal, dass wir heute mal so einen schönen Exoten irgendwie ans Band kriegen. Die Witterungsverhältnisse lassen das alles zu. Wir haben also sehr viele glückliche Kunden, sagen wir so, die wirklich wegen diesen Fischen hierher kommen. Und das ist auch das Besondere, warum ich gesagt habe, ihr müsst hier unbedingt mal hinfahren und euch davon selber mal überzeugen. Ja. Tigerforelle habe ich bis jetzt nur auf dem Foto gesehen. Ne? Habe ich auch noch nie gefahren. Ist eine Kreuzung aus Bachforelle und Saibling. Also was mich ja auch reizen würde, wäre irgendwie eine schöne Lachsforelle, so ein richtig dicker Fisch. So, die haben auch ein paar Kilo dann. Ne? Hast du, glaube ich, auch hier drin, oder? Hat Florian schon zu Hause? Ja, habe ich zu Hause schon. Möchte ich beißen, sagt er zu Hause schon die ganze Zeit. Wir haben auch große Lachsforellen, so bis 6-7 Kilo Fische schwimmen hier auch rum. Auch mit der hervorragenden Fleischqualität aus deutscher Zucht. Also ich lege da sehr viel Wert drauf, dass wir Fische aus der Umgebung haben. Das ist unser Konzept. Kunden zufriedenstellen oder versuchen zufriedenzustellen. Das Fingerspitzengefühl kann ich ja nie mitverkaufen. Wir verkaufen halt die Angelkarten, besetzen halt wunderschöne Fische in den See und dann haben unsere Kunden auch die Chance, auch auf wunderschöne Fische zu fangen. Okay. Leute, ich muss angeln. Jens kramt schon gerade in seinen Überraschungskoffer und hat, glaube ich, ein Möhrchen dabei, weil ich wollte gerne mit einem Möhrchen angeln. Habe ich. 3 Gramm Kopf oder schwerer? Nee, 3 Gramm ist gut. 3 Gramm? Habe ich. Perfekt. Köder ist montiert. Jana, darf ich mal einen Wurf machen? Nee. Geh weg, Jens. Bau auf oder bau nicht auf? Ich baue den auf, Leute. Das ist, lasst euch da nichts erzählen. Der Kescher muss immer einsatzbereit am Angelplatz liegen. So, Jana. Wie sieht's aus? Also ich fange jetzt erstmal an, oberflächennah so ein bisschen den Gummifisch durchzuleiern. Mal gucken, ob das irgendwie Bisse bringt. Also bis jetzt noch nicht. Ich habe jetzt vielleicht 3-4 Würfe gemacht. Aber ja, und dann werde ich mal gucken, ne? Mal so ein paar Spin-Stops reinbauen oder mal ein bisschen weiter absinken lassen. Weil, ich weiß gar nicht, ob Ali das gesagt hat, der See ist nämlich in der Mitte wohl über 10 Meter tief. Hat Jens, glaube ich, vorhin erzählt. Ja, ne? Ja. Puh.
Oh, der Wind, der pfeift. Ja. Genau, und dann werde ich mal auch mal ein bisschen die verschiedenen Wassertiefen so ein bisschen durchangeln. Ne? Gucken, wo die Forellen sich aufhalten. Ist ja auch immer anders, ne? Ja. Ich werde hier das Gleiche machen. Wir fischen jetzt nämlich parallel. Nebeneinander. Erhöht die Wahrscheinlichkeit beim Angeln. Immer. Wenn zwei Ruten im Wasser sind, kann man doppelt so viel fangen. Hier in Floris Aufnahme seht ihr super schön die Struktur am Ufer. Denn das Wasser ist wirklich glasklar in diesem See. Und die ersten ein, zwei Meter ist es relativ flach und dann kommt eine sehr starke Kante und es geht richtig runter, was super spannend ist. Und ja, wir leiern jetzt unsere Köder erstmal einfach so ein bisschen durch, oberflächennah, und wollen mal schauen, wer als erstes einen Biss an den Haken bekommt. Ich finde, hier könnt ihr auch noch mal richtig schön sehen, wie groß der See eigentlich ist. Ui. Wow, da ist was gesprungen. Leute, genau vor unseren Füßen. Aber du kennst den alten Leitspruch, Fische, die man sieht, fängt man nicht. Ist so. Erster Biss. Nein. Ist das die große? Nee. Die ist eine Forelle, aber. Petri. Kein Riese. Schöne, aber kein Gigant. Boah. Kein Gigant, riesiger Fisch einfach. Also, ich habe eben einen Biss verkackt hier. Ne? Also ich hatte einen Biss, bestimmt 30, 40 Würfe gemacht, keinen Anfasser gehabt. Dann hat das Baby hier ein bisschen Unruhe gestiftet und in dem Moment hatte ich einen Biss. Ja, und habe ihn leider versemmelt. Aber jetzt habe ich Hoffnung, dass hier noch was geht. Ne? Oder, Flore? Ja. Flore, was sagst du dazu? Ich bin neidisch. Ich will jetzt auch einen Biss haben. Nee, aber ist meistens so. Jana hat meistens den ersten Biss. Das ist irgendwie ganz oft bei unseren Trips, Jana, oder? Ja. Aber ich versemmel meistens den ersten Biss. Und Flora hat eben schon gesagt, Jana, versemmel nicht den ersten Biss. Ja, habe ich heute Morgen schon zu ihr gesagt. Aber naja, irgendwann kommt noch mal ein richtiger Biss und dann bleibt auch ein Fisch hängen. Oh, Fisch, Fisch! Oh, Fisch, Fisch! Jana, Fisch! Oh, die gibt ja auch noch. Oh. Ey, direkt vom Ufer! Bisschen mehr Spannung? Ja, sieht gut aus. Flora, bist du bereit im Kescher? Ich bin bereit. Leute. Aber ich glaube, die ist noch nicht ganz ausgedrillt. Nee, das dauert noch. Schön die Spannung halten. Ganz entspannt, ja. Schön die Spannung halten. Boah. So, wie gut du das machst, ne? Ja, super. Oh, das ist ein Riesenvieh, ey. Ja, mach ich. Große Wurst. Alter Schwede. Wahnsinn. Ich hab doch gesagt, hoffentlich knacken wir die 70er. Alter Schwede. Wahnsinn. Die ist riesig, ey. Die ist wirklich riesig. Die Jungs haben sich mega für mich gefreut und ich war ganz schön nervös. Denn so eine große Forelle habe auch ich noch nicht am Haken gehabt. Aber Flora hat souverän gekeschert. Und dann waren natürlich alle erstmal erleichtert, dass wir den Fisch sicher gelandet haben. Jetzt kam der erste Biss. Die Kollegen drüben haben gesagt, heute unfassbar schwer. Nur aufgrund, mit Kunstköder geht gar nicht. Ja? Jana, klein, 5 cm Lieblingsköder. Möhrchen, wie du gesagt hast, Ali, die Farbe am Forellensee. Und jetzt hatte Jana gerade den ersten Biss und alle haben schon so gedacht, oh Gott, sie hat den ersten Biss. Und ist nicht hängen geblieben. Und dann hatte sie es aber raus, ne? Dann wusste sie, wie sie den Köder führen muss. Richtig schön langsam über die Kante. Nochmal probiert und 3 Würfe später, bam, der Einschlag. Unfassbar. Was für ein Fisch, Leute. Ich komme so klar, das war auch ein Drill. Wahnsinn. Ich habe so mitgefiebert. Also nur vom Zugucken, nur vom Danebenstehen pocht das Herz. Wahnsinn. Ich habe auch nasse Füße, ich bin auch ins Wasser gelaufen. Ey, ich bin hier rein und hier ist doch dieses Gras. Und dahinter macht das so. Ich so rein und ich merke so, nein. Danke Jens, dass du das mal gerade kurz wiedergegeben hast. Was war das für ein, das war mein zweiter Biss. Mein zweiter Biss. Jana. Baby hat Glück gebracht. Du bist heute das erste Mal am Forelle. Das darf man keinem erzählen. Ja. Das kann man keinem erzählen. Guckt ihn euch an. Ey, was für. Ja, du kannst jetzt aufhören. Ja. Ja? Ich darf jetzt nicht mehr angehen. Ja, krass. Alter, Jana. Es ist unfassbar. Leute, ich komme nicht. Ich habe keine Worte dafür. Ich finde das so krass. Ich finde es so krass, dass das allererste Mal hier am Forellensee. Und ich fange hier so einen Fisch. Ich fange hier einfach so einen Fisch. Das ist der zweite Biss gewesen. Erste Biss versemmelt. Zweiter Fisch. Wir haben ihn übrigens schon versorgt, ne? Also, ja, wir müssen ihn gleich mal messen. Also ich bin mal gespannt. Unfassbar. Was der auf unserer Scale für eine Größe bringt, ey. Größer als das Baby. Wow. Ja, echt so. Da hast du doch auch Spaß gemacht. Wir haben vorhin noch gesagt, das wird schwierig, Fisch zu fangen, der größer ist als das Baby. Und ja, ich glaube, der ist wirklich größer. Fisch gleich so eine Rakete, ne? Unglaublich. Aber Petri. Danke. Wir haben den jetzt gerade mal auf die Scale gelegt. Also der Fisch hat auf jeden Fall knackige 71, fast 72 cm. Brutal.
Also. Unfassbar. Doch fast so groß wie das Baby. Ja. Hammer. Wow. Wahnsinn. Wahnsinn. Was für ein Fisch. Also ich muss mir von den Männern jetzt anhören, was sie für nasse Füße haben. Die sind ganz hart drauf hier. Alles fertig gemacht. Ja. Nein, schon richtig gut. Das war richtiges Teamwork hier eben. Also absolut. Total klasse. Ja. Ohne hätte es jetzt nicht funktioniert. Also ich bin Jens sehr dankbar, dass er uns hier mitgenommen hat. Ich bin Ali sehr dankbar, dass er hier einen schönen Teich hat. Ich bin Flore sehr dankbar, dass er gekeschert hat. Und ich bin dem Baby sehr dankbar, dass sie mir Glück gebracht hat. So. Jo. Und Jens, das Möhrchen, hat Glück gebracht. Und ich bin glücklich, Jana, dass du damit durchgezogen hast. Ja. Ja, nachdem die Zeichen ja eher auf heute wird's nichts, Kunstköder geht nicht und so weiter. Du hast die Würfe gemacht, die man machen muss. Und bist belohnt worden. Ich habe das Möhrchen gefühlt. Man muss einfach seinen Köder fühlen. Das ist einfach so, ne? Und dann musst du auch manchmal durchziehen. So, Leute. Und wenn Jens bei uns im Video ist, was ist dann, Jens? Dann gibt's natürlich wieder was für euch zu gewinnen. Und zwar heute mega Gewinnspiel. Ich sag erstmal, was von uns kommt, ja? Ein Ultraboost Barschkescher, damit ihr euren Fangerfolg auch keschern könnt, hat man heute wieder gesehen, ne, Flore? Es ist so wichtig, dass der Kescher bereit liegt, weil wenn es dann soweit ist, wenn es dann losgeht, musst du einsatzbereit sein. Also ein Ultraboost Barschkescher hauen wir raus. Dann eine Packung 5 cm Lieblingsköder Möhrchen, der Erfolgsköder aus der heutigen Sendung. Und Ali, von dir gibt's auch noch was? Von mir gibt es auch noch eine Tageskarte von 6 Uhr morgens bis 18 Uhr, damit ihr auch mal die Chancen habt, so schöne Fische zu fangen. Also Barschkescher, Möhrchen plus Tageskarte für den Angelpark Tönse. Jana, ich würde sagen, das ist ein mega Gewinn für eure Fans, oder? Ja, auf jeden Fall. Und dafür möchten wir gerne mal von euch wissen, wie euch die heutige Folge denn so gefallen hat, wenn wir mal hier an so einem Angelsee unterwegs sind. Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare und dann habt ihr die Chance, dieses mega Gewinnpaket heute zu gewinnen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Video.